Herr Henning? Ja, das ist jetzt. Ja, es ist einfach wahnsinnig komplex. Hier werden so viele interessante Sachen gerade gesagt, dass man eigentlich immer auf den nächsten Gedanken draufspringen will. Aber ich will noch mal zurück zu dem, Sie haben gesagt, lieber ein bisschen in den Medien als gar nicht. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es ist so, dass wenn man in der Bild-Zeitung ist, ist man ja als Value-Träger für bestimmte Menschen einfach verbrannt. Das haben Sie ja selbst gesagt. Und natürlich leisten wir uns auch diese Geschichte, dass wir sagen, wir entscheiden als Publikum ganz klar selbst, was wir wertvoll finden und was nicht. Und selbst der Bild-Zeitungsleser glaubt ja nicht der Bild-Zeitung, dass das, was die für wertvoll halten, dass er das auch für wertvoll halten muss, sondern das ist ja ein, sage ich mal, Prozess, der sich hin und her koppelt. So andersrum gesagt, immer wenn ich ausländische Referenten höre, die sagen immer, take the challenge, geh nach vorne. Super Idee, wir machen das. Man hört das immer raus. Bei uns ist immer so eine defensive Geschichte. Wir sagen immer, ja, wir nehmen wenigstens das kleine Stück vom Kuchen. Wir gehen dann wenigstens mal in die Bild-Zeitung rein, anstelle, ich sage das ein bisschen polemisch extra, aber es ist doch so, es gibt mittlerweile Beispiele und da glaube ich, wird auch eine Entwicklung passieren, bin ich sehr fest von überzeugt, die alle etablierten Medien noch mehr erschüttern wird, als es ist. Es gibt mittlerweile ein Talkformat im Neuköllner Heimathafen, eine Musiksendung, die ausverkauft ist und die Millionen Klicks im Internet kriegt, die selbst aufgebaut haben, die sich finanziert über Eintrittspreise, die machen ihr eigenes Fernsehen selbst. Ich möchte das nur erzählen, so als kleines Beispiel, dass wir haben eine veränderte Mediensituation. Heute, wir haben billige Produktionsmittel. Meine Generation leider insgesamt war zu dämlich, das rechtzeitig zu kapieren. Godard hat das besser gemacht als wir, der ist noch älter als ich. Und wir haben aber heute diese Mittel und ich merke das einfach auch an der Hochschule, meine Studenten haben keine Lust auf das Fernsehen zu warten, bis es sich bewegt. Sie wollen ihre Inhalte rausbringen und wenn man genau hinguckt, die haben sehr viel zu sagen, da gibt es die Wertediskussion, was sie wollen, ist ständig so. Ich meine, wir haben ja in Köln zum Beispiel auch Wissenschaft da gehabt, wir haben das eins der spannendsten Events war einem Raumfahrt Wissenschaftler zuzuhören über eine Satellitenlandungsmission auf einem Meteoriten und die über drei Generationen läuft. Ich habe noch nie so etwas Spannendes gehört und noch nie einen Menschen, der so beseelt ist von dem, was er tut. Das hat sich auch auf die Studenten übertragen. Und ich glaube, diesen Atem, dass wir was vermitteln wollen, den hat Wissenschaft, das fasziniert mich an Wissenschaft. Und ich glaube, den haben leider im Moment haben bei uns die Medien den verloren. Wir sind nur noch Frame-Füller, Content-Füller oder so. Und ich glaube, das ist unsere aller Aufgabe, die wirklich auch was erreichen wollen. Wir müssen darauf beharren. Wir müssen da hingehen und wir müssen auch nicht immer nur auf diese Leute, diesen Rattenschwanz warten, der sich nicht bewegen will. Sondern wir müssen natürlich dahin kommen, wie das die Kollegen von der Wall Street ja offensichtlich in Indien gezeigt haben. Wir machen einfach einen Fonds. Es gibt Leute, die... Ja, ich glaube, wir müssen in so eine Richtung denken und vielleicht da Allianzen bilden. Und wir müssen auch gar nicht den Inhalt kontrollieren, sondern wir müssen nur sagen, wir sind dafür, wir stellen das bereit und wir haben das Board, habe ich mir sehr genau angeguckt. Das Board bestand aus Finanzleuten, die aber Finanzmenschen, die einen Glauben haben, nicht nur dem ökonomischen verpflichtet sind, sondern die auch dem gesellschaftlichen Wert verpflichtet sind. Dann gab es Leute, die in die Corporations reingehen und es gab Kreative, es gab keinen Redakteur. Gut. Ich muss aber kurz was sagen. Also zum einen Thema nochmal Boulevardmedien. Ich habe mehr gute als schlechte Erfahrungen. Das muss ich einfach sagen. Und die Leute sind keineswegs verbrannt. Das kann passieren, aber es muss nicht passieren. Und wenn man sorgfältig rangeht mit einer gewissen Sensibilität, ist es okay. Wenn wir etwas so machen in der Richtung, wunderbar. Wenn es die großen Produktionen gibt, die Millionen von Zuschauern angucken und wir die gemeinsam machen, toll. Solange die noch nicht da sind, nehme ich auch die 5% und gucke, was ich machen kann. Und ich bin ein Realist und ich überlege, was kann ich mit den Mitteln machen, die da sind. Dann gucke ich mir die Situation ab und stelle fest, Soaps und Fiction-Formate beeinflussen die Berufswahl junger Menschen und auch Mädchen. Wissenschaft kommt da nicht in einem normalen Kontext als erstrebenswerte Option zu, also müssen wir versuchen, das zu ändern. Und das ist der Punkt. Es gibt immer bessere Wege, aber fangen wir doch mal an. Vielleicht sollen wir noch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist eine interessante Information. Wir haben im Moment Leerstellenmangel, die Industrie. Nicht ohne Mikrofon, ich gebe es Ihnen nochmal zurück.
wir sind da an einem ganz wichtigen Punkt und da unterschätzt man auch die deutsche Industrie zum Beispiel. Wir haben diesen Lehrstellenmangel, Sie haben Lehrlingsmangel und Sie haben festgestellt, ich kenne Leute, die Prüfungen abnehmen, die können nicht richtig Deutsch. Ist ein Problem, wir haben zu wenig, was macht die Industrie? Sie macht eine eigene Fortbildung, sie wartet nicht, bis der Staat das tut, genau, sondern sie gehen hin und machen es einfach, weil sie brauchen die Leute. Und ich glaube, dass wir das machen müssen und dann damit können wir natürlich auch die Institutionen pushen, weil die müssen dann ja nachkommen, wenn Dinge erfolgreich werden. Ich glaube, wir müssen den Paradigmenwechsel machen. Das ist, was ich bin ich völlig bei Ihnen. Also wir können das machen, wir können da gleich anfangen. Vielleicht noch kurz Frau Esch auch dazu. Ich wollte das nur noch mal unterstützen. Meine Frage vorhin ist meiner Ansicht nach nicht beantwortet worden. Warum gibt es in Deutschland keine Privatinitiative von Bankern und Investoren, natürlich in Kooperation mit Menschen aus der Wissenschaft, mit Menschen, mit Kreativen, die für sich ein Business aufmachen und die Produktionsvoraussetzungen geben, finanzieren für Filme, die eben, und das ist ja das Auswahlkriterium bei unseren indischen Kollegen gewesen, die ein Public Value transportieren. Warum können wir das nicht als Business aufziehen, wenn wir mit unseren öffentlichen Institutionen so wahnsinnig langsam vorankommen und so zäh und uneffektiv sind? Frau Esch, ich würde sagen, da sollten Sie noch mal ein paar Worte dazu erläutern. Also Herr Henning hat es ja auch schon kurz erwähnt. Wir haben ja den Film in Deutschland eigentlich schon öffentlich finanziert, über Filmförderung oder über öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und damit verbunden heißt das auch, also ich weiß nicht, Herr Henning, wie stellen Sie sich dann eine Vertriebsstruktur vor? Sie glauben, dass es dann übers Netz funktioniert oder über den Kinomarkt? Wir sollten ein bisschen dann darauf achten, dass die anderen mit ihren Wortmeldungen gleich auch noch zum Zuge kommen. Ja, würde ich gerne. Aber ich habe eine wirklich interessante Sache. Ich weiß, dass die Kette Pathé, das ist so eine Filmverleihkette, eine alte, die haben ein Konzept in der Schublade, dass sie, wenn die Digitalisierung sich durchsetzt, sie werden in allen Städten kleine Läden, haben sie einen Plan gemacht, Masterplan, schwupps, kleine Kinos aufbauen, 200 Plätze mäßig, um da digital Programmkino zu machen, um direkt, weil alle begreifen in der Welt mittlerweile, dass man Peer-Group-Bildung machen muss. Man muss Menschen an sich binden und dafür muss man arbeiten für das Publikum, was die Dinge guckt, und das Publikum muss man sehr konsequent bedienen. Der weltweite Trend ist nicht Vermassung, sondern der weltweite Trend ist Wert und Nische besetzen, ist der weltweite industrielle Trend. Wir in Deutschland reden permanent nur von Masse. Wollen Sie noch mal was dazu sagen? Nee, also ich denke durchaus, man kann darüber nachdenken, nur in den jetzigen Strukturen muss man sich einfach immer klar machen, dann hat man eine kleine Nische mit wie viel Prozent und der große sozusagen Batzen ist dann dennoch anders besetzt. Genau, das Geld liegt auch woanders, das ist, die Problematik ist noch nicht gelöst als Geschäftsmodell. Wenn es weg ist, ist das Geld auch dann irgendwann weg, das geht schneller als das Öffentlich-Rechtliche sich das klar macht, die Bewegung läuft doch, wenn wir hier Blogs anguckt im Internet. Ohne Mikrofon geht es tatsächlich schwierig. Da können wir nochmal die anderen Wortmeldungen nochmal mit dazu nehmen. Mein Name ist Manfred Ronsheimer, ich bin Wissenschaftsjournalist, von daher bin ich Tagesautor. Ich muss die schnelle Geschichte schreiben, deshalb überlege ich mir auch jetzt schon, was ist meine Geschichte über diese Veranstaltung, was kommt raus, was ist die Botschaft, und ich möchte das kurz nochmal ans Podium zurückgeben an Frau Esch vor allen Dingen. Mich würde interessieren, was ist jetzt einmal für Sie die Bilanz dieser Tagung, wo Sie halt mit den Medienpraktikern so eng zusammengekommen sind. Zweitens, ich habe das auch so verstanden, dass das eine Bilanzveranstaltung für Ihr gesamtes Projekt gewesen ist. Frage, wie geht es weiter? Und vielleicht gehen Sie dann nochmal auf meinen Eindruck ein. Ich konnte jetzt nicht die ganze Zeit teilnehmen, ich habe immer nur punktuell hier reingeschaut. Ich habe das so verstanden, dass die Medienschaffenden überwiegend gesagt haben, unser Metier funktioniert nach bestimmten Regeln und das ist Spannung, das ist Unterhaltung, da brauchen wir Plots und so weiter. Und die Wissenschaft, ja gut, wir sagen nicht Nein dazu, aber wir bauen die höchstens mal als Kulisse ein.
Ja, nicht als eigenes Wissenschaftsfernsehen, sondern dass es halt ein Outfit, eine Kulisse, eine gewisse Dramaturgie ist, aber das Thema wäre auswechselbar. Man könnte dann auch einen Polit-Thriller draus machen oder nochmal eine Mafia-Geschichte und so weiter. Also so kam das bei mir an. Von daher meine Frage an Sie, wo ist das Nachhaltige? Von dem Thema, was Sie angepackt haben, von der Veranstaltung, die wir hier besucht haben. Falsch. Also ich habe die Situation ein bisschen anders beobachtet als Sie. Es gibt durchaus sozusagen ja Bestrebungen, das haben wir ja gestern auch sehen können. Es gibt auch den ersten Tatort, es gibt ein reges Interesse an Begegnungsmöglichkeiten, genauere Vorstellungen davon zu gewinnen, wie es gehen kann. Das ist wirklich, glaube ich, da ist die Konferenz nicht der richtige Rahmen, um da spontane Antworten geben zu können. Da wir ja jetzt seit fast 3 Jahren unterwegs sind, kann ich sagen, es hat sich sehr viel bewegt auf dem Wege. Es ist sehr viel angestoßen worden, es sind viele Projekte in der Bearbeitung. Da muss man sozusagen einen sehr viel längeren Atem haben, um da Bilanz ziehen zu wollen. Und gerade weil die ersten Schritte sehr positiv verlaufen sind, werden wir gesichert auch weitermachen auf dieser Spur. Was ich von der Konferenz mitnehme, sind einfach die tollen Erfahrungen aus anderen Ländern, die sehr, sehr bereichernd waren, die uns nochmal gezeigt haben, dass es geht. Yes, we can. Das ist etwas, was, glaube ich, was die Rückmeldungen von den Teilnehmern, die an mich herangetragen worden sind, also eigentlich von allen mitgetragen oder beziehungsweise so erlebt wurde. Und da denke ich gerade den internationalen Austausch an der Stelle nochmal zu nutzen und auch über solche Projekte womöglich in einer internationalen Dimension nachzudenken, lohnt sich. Aber man muss erstmal beginnen. Projekt geht weiter. Ja, in welchen Formen ist noch nicht ganz klar, aber es geht auf jeden Fall weiter. Ich nehme das. Wenn Sie jetzt auch noch sagen, es geht weiter, dann nehme ich das wirklich als ein positives Schlusswort von Ihnen beiden, weil wir langsam hier jetzt zum Ende kommen müssen. Ganz herzlichen Dank an Sie beide für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren darauf hoffen können, mehr Science und Gender in Fiction zu finden und hier wirklich spannend unterhalten zu werden. Das richtet sich natürlich auch an all diejenigen, die hier aus der Filmbranche mit dabei sind und aus den Sendern. Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, meinen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und für den wachen Geist und die rege Diskussionsfreude. Wir sind mit der Diskussion natürlich noch nicht am Ende, das ist gesichert so. Ich wünsche Ihnen jetzt aber erst einmal, dass Sie gut heimkommen, wo immer auf dem Erdenrund hier Sie auch zu Hause sein mögen. Vielen Dank.